Was fährst du eigentlich? Also, was fährst du eigentlich? Ja, was fährst du eigentlich immer so als Last? So, kannst losfahren. Oh, hier stehen schöne Harleys rum. Dann können wir uns auch Mit mitnehmen. aufladen, mitnehmen. Ja. Klick, 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 klick. Jupp. Jetzt sägt dein Blinker. Aber wenn du jetzt Licht anhättest, dann würde sich das schon scheiße aussehen. Ich hab Licht an. Bei mir war das geradeaus. Okay. Außer deine Rundumleuchten sehe ich kein Licht. So, auf zum Ziel. Alles, was schwer und Überbreite hat. Ah, interessant. So, das ist geil. Also Spezialtransporte. Ja, so Schwerlasten halt bestimmt, ja. Ja, Spezialtransporte. Dumm. Dein Windhof hat sich gemeldet. Ja, ich Ja, habe keinen Speicherplatz mehr. Windhof würde auch eher passen, ne? Ja. Vor allem bei Windows 10 ist manchmal wirklich doof. Ja. Jetzt habe ich das Problem nicht mehr gehabt, Ghost, da mein Mini-Bildschirm als erster eingestellt war beim Anmachen PC. Jetzt hat er endlich wieder kapiert. Wahrscheinlich, ja. Dachte ich, spinne, ey. Ja, irgendwie, ich weiß, ganz komisch. Ja, sag ich ja, Windhof. Macht was Ja, das will, so wie genau. er gerade lustig ist. Ja. Wie spät ist denn das? Ja, noch nicht mal 7 mehr noch Zeit. Wenn ich nach der Tour kurz den Stream ausmache, dann muss ich mal kurz noch 5 Minuten AFK. Yep. Wird nämlich kalt hier drin. Durch die Wäsche. Kein Problem. Dann mal gucken, wenn ich das umstelle und der Stream wieder. Das wieder rumspinnt, da kann auch nicht denn da dran liegen. Da kann ich mir nicht vorstellen. Ein Hupperli war der, ein Hupperli. Hyperli. Hyperli. Dann musst du nicht immer nackt rum. Auch im Sommer wird mir das nicht stören, so wäre mir das egal. Und ich habe was an, eine Hose und ein T-Shirt.
und Socken und Latschen. Überholer kommt von hinten. Wetten, dass der mich nicht überholt? So, der hat aber ganz schön Speed drauf. Oh, ein bisschen. Aber das scheint nett zu sein. Der bedankt sich sogar, wenn er vorher rübergezogen hat, eben mit dem Blinker. Okay. Bis die Eier auf Boden schleifen. Nee, 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 nee. Lobby spielt ETS. Hab ich gesehen. Gute Fahrt. Ja, ich hab schon Brause im Kühlschrank. Mir heute Nachmittag mit hochgenommen, aber es. Ja, ist trotzdem danke, Schatz. Hast du wieder Nuggets? Macht das Hasi. Ich passe auf deine Nuggets auf. Nee, ja. Welche Nuggets? Meine Frau hat sich wieder Nuggets gemacht. Sie hat sich nackig gemacht. Nicht nackig, Nuggets! Mensch, Kost! Ja, genau, nackig macht sich in der Badewanne. Also davor. Wenn du drinnen liegst, brauchst du ja nicht mehr nackig machen, Schatz. Oh yeah. Er hat bestimmt unsere Sprache nicht verstanden, wo du gesagt hast, gute Fahrt. Oh, wahrscheinlich nicht. Oder der hat kein Headset oder der Sprechfaul oder. Naja, keine Ahnung. Oder anderer Kanal oder aus. Ich ziehe mich mal an und beginne mit dem Frühstück vor. Macht er zu viel. Da schon wieder, der fährt an mir vorbei und sein Name erscheint an meine Frontscheibe. Deswegen denke ich immer, hier lockt sich gerade einer ein bei mir. Dann hast du vielleicht ein Head-Up-Display. Ohne dass du es weißt. Ein Head-Up-Display. Was ist denn das? Weißt du nicht, was das ist? Das sind glaub wo, nicht. Wo deine Daten von der Individualscheibe produziert werden. Ach so, stimmt, so was. Ja. Oh, das wäre gut. Ja. Zum Frühstück bei dir, Sophie. Frühstück, Mittag, Abendbrot zugleich ist das jetzt. Na, hier kommt eine Viergestation auf der anderen Seite. Ich hoffe, nicht.
Doch, da kommt Mutter, Schild. Nö, sieht nicht so aus. Sehen rasch. Doch, hier könnte Schild kommen. Nein, Abfahrt. Ich darf durch. Ach, kommt da einer? Ich auch, ich muss nicht anhalten. Und du kannst ruhig gucken im Stream, ob ich nicht lüge. Letztes Mal habt ihr mir ja auch nicht geglaubt. Du kannst ja trotzdem weiterfahren. Rohre Radischchen, das soll bestimmt rohe Radischchen heißen, okay. Schreibfehler sind nicht schlimm. Proteinshake und Sandwich. Oh, ganz gesund lebt sie auch noch. Wir sind in Galopp. Ja, Tour ab, du Schweinebacke. Bringt doch nichts, die 10 Gramm weniger zu machen, ey. Da über uns Hubschrauber. Der beobachtet uns. Ja. Und Stargate kommt auch wieder. Oh, ebenso habe ich noch ein P mit rangehangen. Na ja, egal. Dududum, wenig Speicherplatz. Yep. Natürlich lebe ich gesund. Hallo, ich will mit 23 doch nicht aussehen wie 40. Ach, das ist Quatsch. Du bist viel in Bewegung. Von daher. Ich versuche alles, was mir gefällt. Quer durch. Sogar noch spät nachts fange ich an zu naschen. Das stört mir alles gar nicht. Kleinen Bäuchi habe ich, aber der muss sein. Ohne den wirkt mir nicht wohlfühlen. So ein dünnes Gerippe will ich auch nicht sein. Schätze mal nicht, dass du so eine bist, die gleich von Schokolade anguckt, fett wird. Salat esse ich ja auch, im Zusammenhang mit Döner. Wollte jetzt gerade was sagen, aber ich halte mich zurück. Immer raus damit, Ghost, los. Das ist aber nicht tierfreundlich. Wieso tierfreundlich? Seinem Essen, das Essen wegessen. Ach so. Naja. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger, dann esse ich, was ich will. Ja, aber du kannst doch nicht seinem Essen das Essen wegessen. Na klar, kann ich das. Ja eben, nicht tierfreundlich. Ich esse ja mit meinem Essen das Essen weg. Ja? Oder so. Vorsicht, hier steht einer. Das ist der, der uns von überholt hat. Oh, Jens ist wieder da. Ja. Jo. Meine Frau hat gesagt, die hat bestellt. Was hat sie? Er hat gesagt, die hat bestellt. Was gibt's zu essen? Nee, alles gut.
Bist du gesättigt, ja? Ja, nach einer großen Pizza. Ja, auf jeden Fall. Ich presse den Rand, ich glaube, ich kann den LKW fahren. ja. Um was geht's? Wenn ich keinen Kraftsport und schocken würde, würde ich vielleicht auf 500 Schritte pro Tag. Reicht doch. Ein Wunder, dass wir so ein bisschen hier sind. Ich hab weniger. Stimmt. Viel weniger. Bauch muss flach, dafür darf es aber eine der Oberweite geben. Ja. Sehr groß so. Mein Bauch darf nicht so flach sein. Ist ja ein Muss. Mann ohne Bauch ist kein Mann. Sowieso, ein Mann ohne Bauch ist kein Mann. Und ich kenne und habe auch schon viel gelesen. Wirklich sehr, sehr viele mögen lieber ein Mann mit ein bisschen Bäuchi als so einen harten Knochenwaschbretter, was das da für ein Dreck ist. Gut, bei manchen hier, wenn ich jetzt sagen würde, gut, bei mir wäre das doch so, dass ich knochenharten Bauch habe. Von Natur aus, ja, kein Problem. Aber extra sowas zu trainieren, ne. Viel zu faul für so einen Mist. Ach du bist, ich wollte gerade sagen, hallo Jens, aber hallo Jens. Hallo Chris. Gute Oberweite, da habe ich auch nichts gegen. Nicht zu groß, aber ja, okay, gut. Wie weit habt ihr es noch? Ach ja, in der Meilen, ne? 96 Meilen habe ich noch. Da habt ihr es ja gut geschafft. Was ihr Männer wie Brüche habt, interessiert mich persönlich nicht. Ne, ist doch gut. Geflogen, ja. Ja, hier sind doch so noch Arschgeier am Himmel. Das stimmt allerdings. Sehe ich gerade. Ja. Ich lebe noch, also könnt ihr weiter fliegen. Die lauern schon, dass du Elian dich verdurstest und vertrocknest in. Sag mal, Chris, kann das sein, dass du ja Leitplanke mit ihm was? Wieso? Fehlt da ein Stück irgendwo? Ja. Nein, mein LKW hat null Schaden. Okay. Mein Trailer auch. Also, ich hab bis jetzt. Wo muss ich denn lang? Hier. Wie weit bist denn du hinten, dass du mich nicht siehst? Boah, 323 Meter. Okay. Dann mach mal hier, Bleifuß. Ja, ich hab grad lieber runtergebremst, ich fahr jetzt 60 wie in der Kurve hier. Mach ich doch schon längst. Hab schon Bleifuß, dreh durch. Bodenblech, durchtreten. Ja, da du unten rausguckst und den Asphalt auf den Füßen merkst, wa? Eben. Okay.
Soll ich eigentlich mal im Hintergrund? Totenstille. Jo. Alle voll konzentriert. Alle konzentriert. Jo, ich bin beide Seiten von der Autobahn jetzt. Wir müssen hier rechts ab. Jupp, ich sehe. Gar nicht, ich muss geradeaus. Ja. Du vielleicht, aber wir nicht. Wir sind nämlich schon da, noch 13 Meilen. Angeber. Nee, nee. Doch, doch. Ich hoch in 870 Kilometer noch. So, irgendeiner Komponenten an mir sehen. Du bist bei Rot gefahren, Ghost. Bin ich gar nicht. Leute, nein. Die eine Ampel war rot eben, vorhin. Nein. Die ist eben gerade erst grün geworden. Ja, die war vorher schon grün. Ja, die ist 5 Minuten lang grün, ne? Ja. Genau, so siehst du aus. Ach, Manu, ich hoffe, musst du alles verraten? Er hat eh Videobeweise, von daher. Ich hoffe, da drinnen gibt es keine Kollision. Ah ne, das ist der Platz, hier ist keine No Collision, schade. Hier ist Collision. Oh ja. So, wo darf ich den denn hinsetzen, rückwärts? Hier vorne gleich, okay. Da bei dir. Genau da, wo du rein musst, muss ich auch. Ja, dann mal. Kack ich doch wieder. Viel Spaß. Ja, ja. Oh, wir hatten das letzte Mal gemacht. Bin hier, glaube ich, eine Runde gefahren. Bringt doch trotzdem nichts. Du musst trotzdem hier so anfahren. Nö. Wenn ich hier links abfahre und eine Runde rumfahre, dann nicht. Wenn du meinst. Guck mal, siehst du den Betonsockel da hinter deinem Trailer? Yep. Da bin ich rüber gefahren, hab ihn eingeparkt, das eine Mal. Okay. Nur noch einmal vor und dann nochmal ordentlich zurück oder bist schon fertig? Wer? Ich? Du. Nö. Okay. Weil du fährst nämlich nicht mehr. Ja, ich hier. Ladebildschirm und so. Ach so.
Du hättest auch schön warten können, bis ich weg bin. Wart, halt, du rammst mich. Ach, ramm dich nicht, hab mal keine Angst. Guck mal, ich berühre dich gar nicht. Ja, aber... Hat nicht viel ich hab Außenansicht, ich seh das schon, ob ich dich berühre oder nicht. So weit kann ich hier gar nicht hoch. Oh. Okay. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Schummel-LP. Ja, doch egal. Ist mir doch egal. Ich hab jetzt keinen Bock, mich damit rumzuärgern, Mann. Kein Nerv. Nerv. So, warte mal. Ich mach erstmal kurz den Stream aus, den Umstellen hier. Yep. Bin gleich wieder da. Ein kurzer Stream, 1:05 fast, 1:05, eine Stunde. Lady Lori spielt ETS 2. So. Einstellung. Video, dann mache ich mal 1080, dann lasse ich das mal so. So. Dann kann ich schon mal das Video bearbeiten in der Zeit jetzt fix. Wetten, ich kann jetzt nicht mehr streamen. Oh doch, der öffnet mein Dashboard. Ist gut. Ne, das Video zeigt er noch nicht. Aber ich bin erstmal. Hoffentlich. Hä? Jetzt ist hier auf einmal nur Collision angezeigt? Lol. Ja. Mir zeigt er jetzt nur Collision an. Doch bei mir zeigt er das an, komischerweise. Bei mir nicht. Aber bei mir, weil ich was Besonderes bin. Bei mir nicht. Weil ich geschummelt habe, bestimmt. Und ja, ich weiß, Ghost, bei mir nicht, bei mir nicht. Also, bei mir nicht? Ja, weiß ich doch. Hab ich das schon gesagt, bei mir nicht. Alter. hier gibt's was. Ja, dachte mir, dass es da was gibt. Ja, ich überlege mir gerade, Jens ist ja noch ein Stück weiter weg. Wir könnten auch nach Albuquerque und zurück. Das ist ja bloß noch 600 Kilometer. Ja, eben. Wie viele Kilometer sind das? Nach Albuquerque sind wir doch gerade durchgefahren. Das ist hier gleich nebenan. Da rein, nicht abhauen.
94 Meilen. 94 Meilen. Ja, einmal hin, einmal zurück, ist doch okay. Ja, eben. Aber ich muss erstmal gucken, ob meine Frau erst essen will oder... Wäre besser. Warte. Also. Gegend. Sollten wir ja trotzdem noch schaffen. Ja, locker, 94 Meilen, kommt, da fahren wir dreimal hin und her. Na, jetzt übertreibst du ein bisschen, glaube ich. Also gut, 2,5 Mal. War deine Frau gerade, Jens? Ja, die lacht mit dem Kleben. Gut, bis gleich. Oh, der ganze Weg. Ich hab mal komplett gefressen sein. Wenn der jetzt weggeht, fahre ich jetzt einfach einen Auftrag. Nö, ja, klar. Ist der jetzt komplett raus, oder? Bitte? Ist er jetzt komplett raus bei Dings? Nö, wer wird, keine Ahnung, essen oder so. Ach.
manchmal kommen LKWs dann gegen die Hupen. Ja. Die Hupen dann dauern. Okay. Ja gut, wenn du hupen, okay, hupe ich zurück. Ja. Die Huberei ist ja freundlich gemeint. Ja. Das ist ja, eigentlich könnte man ja auch die Rundumleuchte machen. Bist du auch dann? Oh. Seid ihr da? Ja, klar. Danke. Okay. Ghost ist schon wieder auf Achse. Ja, ja. Ich musste geschwind Erkundungen machen. Achso, okay. Und guck mal, was ich gefunden habe. Du hast was gefunden? Ja, guck mal, hier. Siehst du? Warte, muss Außenansicht kurz machen. Ja, einen Trailer hast du gefunden. Ja, ich hab mir gedacht, bevor ich jetzt hier rumstehe, hole ich mir geschwind hier eine Lieferung. Ja. Ja, die eine Bulette hat mir gereicht, Schatzi. Willst du mein Energy hier den Schluck noch austrinken? Achso, ja, dann nimm den neuen, den trinke ich den nachher noch weiter aus. So, ich starte erstmal den Stream, wegen gucken. So, Startding. Discord hier schließen. Ja, ich hab ja gesehen, dass der im Discord Mibyte schreibt. Und dann hab ich geschrieben, du hast davon was geschrieben, wie lange dauert, wann kommt denn das endlich an oder so, was geschrieben. Und darauf hat er geantwortet, dauert noch. Nö. Hab bloß noch geschrieben, ah, okay, und dann kam nichts mehr. Wo hast du jetzt was hingefunden? Ich, hierher. Von Santa Fe nach Santa Fe? Ja. Okay.
Da habe ich auch was. Ne, wir warten ja bloß auf ihn. Wir können so. Aber auch nach Albuquerque fahren. Ach nur, jetzt habe ich was angenommen, und jetzt musst du warten. 260 Kilometer habe ich noch. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr eingestellt, jetzt ist der Livestream zu orange. 26 Meilen, um den 100 abzuholen. Na danke. Muss ich hier überhaupt raus? Da hinten. Na 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 na. Das ist Diego gleich wieder bei dir, wenn du Nuggets isst, ne? Ich hab's gesehen, voll bei Rot über. Ja, ne? Ist echt ruhig hier. Meine Frau hat gesagt, ist aber heute ruhig bei euch. Ja, das sehe ich mal. Noch. Noch, ja. Ja, 7:30, ein bisschen früh, um verwirrt zu sein. Hier soll noch einer kommen. Ja, auch vielleicht. Ich weiß nicht, also mit Reiko kommt der heute, oder? Nee, Reiko kommt heute nicht. Heute ist Dienstag. Bei Reiko ist Dienstags Kneipenabend. Achso. Mhm. Beziehungsweise Gaststättenabend. Geht ja da immer hin mit ein paar Kollegen. Oder einer. So richtig habe ich das jetzt so nicht mehr im Kopf. Ja, ist auch so. So, okay. Wo ist denn der Firmeneingang? Hier? Ja. Yep. Okay. Warum fährt er denn nicht, Mann? Hä? Wieso steht denn dein Trailer hier? Du hast doch eben nur einen dran gehabt. Ja, das ist Ghost. Nein, ich wollte bremsen und gib Vollgas, Alter, cool. Vorsicht, hier ist keine Nokolüstung, ne? Na, nimm dich in Acht, 16. Nimm dich in Acht, wenn ihr Schatz fährt, sagt sie. Boah, wir sollten hier rein bzw. rauskommen, ey. Du musst ganz hier vorfahren und dann rumdrehen. Also mal gucken, ob es schon reicht. So ein ganz großer Bogen fahren. Ich mag's ein bisschen herausforderungsmäßig. Außerdem ist hier viel Platz. Hier passen zwei durch. Hier zu mir so. Rüber, zu mir rüber. Ja, fahr doch erstmal weg da. Ich weiß das, ich will hier immer rumfahren komplett. Wieso das? Wie soll ich sonst hier rauskommen wieder aus der Firma? Ja, zu mir hierher fahren und dann rum. Nö, ich mach's mir lieber einfacher als kompliziert.
Das ist mir zu eng. Aua. Siehst du, er hat schon angedockt, irgendwo hat gerade Aua gesagt. Guckst du? Guckst du, kann ich gucken, ich sehe dich nicht mehr. Guckst du? So. Dann hier rum. Oh, ich komm hier nicht mal raus. Scheiße, ich stehe in der Sackgasse. Ja, eben. Ja, ja, ist gut, du hast wieder recht, ey. Mein Gott. Ich hasse das, wenn andere recht haben müssen. Und schon bin ich draußen. Und tschüss. Ja, ja, und tschüss. Ich muss jetzt hier zwischen die Trailer kommen, dass ich umdrehen kann. Schon da angedockt. Dauert noch 5 Minuten. Was denn? Probierst du gerade ums Gebäude rumzufahren? Ja, jetzt umzudrehen. Doch gerade gesagt, ich stehe in der Sackgasse, kann hier nicht rumfahren. Lach ruhig. Siehst du? Wieso gleich loslachen, ey? Hallo, ich warte hier. Ich bin nach dir hier und warte hier. Ja, ist doch schon gut. Bin schon unterwegs. Mach mal lieber deinen Speicherplatz frei, da hat schon wieder geklingelt. Nix, der bleibt so. Nee. Das ist eine Hupe. Ja, mach mal hin, von der Hupe wirst du auch nicht schneller. Ja. Hallo Sophie, bist du auch wieder da? Naja, von Christus tun. So, jetzt kannst du losfahren. Oh, der ist schon unterwegs, der ist schon wieder fast 200 Meter weg. Ja, hier, lahme Schnecke und so. Lahme Schnecke und so. Kauf dir mal einen richtigen LKW. Ich hab einen richtigen LKW. Ada. Aber die Bordsteinkante. Jetzt wird halt wieder dunkel. Ich mag das nicht dunkel fahren. Das ist scheiße. Ja, weil du zu langsam bist. Ja, genau, weil ich zu langsam bin. Ja. Was lotst du mich da hinten rein? Ich hab gesagt, hier rumdrehen. Entschuldigen Sie, das auf der Karte sah das so aus, als ob ich da rumfahren kann. Ja, das ist halt so, wenn das Ei klüger sein will als die Helle. Was? Wenn das Ei klüger sein will als die Henne. Ach so, das ist so, wenn das Ei klüger sein will als die Henne. Okay. Eben. Also bringt das Ei und du die Henne. So zu sagen. Nee. Doch. 700 Meter ist er schon wieder weg. Nee. Sag doch, kauf dir mal einen richtigen LKW. Der rast wieder, ja. Nee, ich bin stolz auf meinen. Die anderen haben nicht so einen schönen Zahn, der hier. Hey, der Jens ist auch schon da. Ich bin hier auf dem Gelände, wo ich abladen muss. Ja, dann ist doch gut, dann brauchen wir nicht noch eine weitere Tour suchen, sondern können gleich wieder. Oh. Irgendwie habe ich auch Lust. Nee, nachts ist doof mit Schwertransport, dann sehe ich den Trailer immer nicht. Klar, richtig schweres Zeug, Lumpe. Ja, können wir machen, wenn wieder hell ist im Spiel. Ich
Berufsschüler auch. Ach, du musst da abnehmen. Ich dachte hier. Nee, ich bin ja schon die zweite Tour unterwegs hierher. Ach, die zweite? Ja. Okay. Hab ich so lange gebraucht, ja? Boah, fast die Ampel duschiert mit dem Trailer noch, aber nur fast. Ach, da kommt gleich mal Ente. Ja, eben. Fang du jetzt auch noch so an, sonst fahr gleich in die rein. Der hat nur eine Tour geschafft. Warte mal. Du bist doch geil, Alter. Wo ist denn die Einfahrt? Hier, gleich. Ich geh zurück. Oh, ich sag's ja. Ist ja gut, Mensch. Siehst du hier, wo es blinkt? Hier, hier. Hier, hallo, hier. Jaha. Komm lieber weg da. Wieso musst du hier hin? Ja. Warum gibst du nicht hier Schummel-LP? Nö, will ich nicht. Will ich nicht. Ich bleib hier stehen, hier ist noch No Collision. Ich bleib hier stehen, hier ist noch No Collision. Ja. Boah, hätte ich einen anderen Parkplatz gehabt, dann wäre es okay gewesen. Stell mich genau daneben hin. Coole Sache. So. So, halt doch mal an. Gleich mache ich wieder Schummel-LP. Hab schon wieder keinen Nerv dafür. Ach, wieder falsch eingelenkt. Ach komm, lass gut sein, warte. Fahr zum Punkt. Das ist ein rochierten Mädchen, kann das sein? So, perfekt eingeparkt. Ja? Ja, ja. Ja, weil das mit... Na, hier kriege ich keine... Weil mir ist eigentlich egal wegen die EP. Das sind ja nur EP, die man sonst zusätzlich dazu kriegt. Wenn Geld, dann hätte ich mich erst noch eine Stunde damit rumgequält. So. Externe Aufträge. Extern. Boah, komm mal von hier nach Sedelis, Alter. 1615 Meilen. Aber ohne mich. Ist noch 1400. Ist noch zu weit. Ich hab eine Fräsmaschine nach Trocki. Ich hab einen Kranwagen nach Phoenix. Ich hätte eine Fräsmaschine nach Fresno. Guck was mal, ob ihr was nach Phoenix habt. Das ist eine gute 519 Meilen. Reicht. Das nur habe ich auch noch. Ach, jetzt will er wieder hier nach Phoenix. Sonst alles klar im BH. Ja, weißt du doch, immer. So, hier ums Eck rum. Alles ums Eck rum. Was hast du denn dahin? Siliziumdioxid. Nach Phoenix habe ich eben eigentlich einen Kranwagen gehabt. Der ist jetzt irgendwie verschwunden. Phoenix habe ich auch. Jetzt habe ich nur noch leere Paletten. Wo ist denn mein Kranwagen hin? Dann aktualisier doch mal. Ja, egal. Jetzt habe ich eine Fräsmaschine nach Twocky. Nee, das ist nix jetzt. Später vielleicht mal. Fräsmaschine nach Barstow ist auch... Geht noch von der Entfernung. Aber man müsste sich auch mal Punkte auswählen, wo man noch nicht war, ne? Wäre natürlich vielleicht auch noch am besten.
Ach, da war doch der Kranwagen auf Phoenix. Leere ja. Palette nach Phoenix. Ja, ich hab den Kranwagen nach Phoenix hier jetzt. Ja. Wenn ihr was nach Phoenix habt, können wir ja dahin. Phoenix hab ich auch. Okay, dann annehmen, wa? Ja. Gut, Auftrag ausführen. Schatzi, Ulpsen extrem. Hi. Ach ja, der Kasper wieder ewig, bis er rumgedreht hat. Hey, ich bin doch schon hier. Mal so langsam umdrehen, ich hab nur... Ihr mit eure kleinen Schnauzen am LKW, ne? Ja, kauft ihr mal einen richtigen LKW. Das ist ein richtiger LKW. Spielzeug. Wenn ich was Modernes fahren will, dann spiele ich ETS. Ganz einfach. So. So, dafür steckt jetzt ein Jens drin, fast. Weil der blinkt noch so schön. Weil der Ghost-Modus hat. Ich und Ghost, wir haben, unseren Trailer an einen Fleck und er und sein Trailer steht woanders. Ja, deswegen blinkt er wegen den Auftrag. Wenn er Hänger angekuppelt hat, ist es wieder vorbei. Nee, ich hab da, dass du blinkst, weil die, wo blinken, denen ihre Trailer stehen ineinander. Und ach so, weil er die blinken, ach so, okay. Und deswegen blinkst du, weil sonst würdest du ja den Trailer kaputt machen. Ja, nee, so war das, ja. Die Trailer, die ineinander stehen. Die blinken. Ich muss aber hier rein. Oh, ein Goch. Ich wollte jetzt Ghost hinterher. Na, er wollte Goch. Ich bin jetzt hinterher mal racht. Aber der hat schon wieder was anderes an ihm. Wir müssen hier rein. Bing, bing. So. Ihr seid der Meinung, ich habe keinen ordentlichen LKW dafür, aber ordentliche Bremsen. So. Ich habe einen Jogbremsen. Ich wollte Bremsen. Ist da No Collision? Ja. Okay. Ja gut, wäre ja Quatsch, wenn nicht. Trailer steht ineinander, keine No Collision. Oh, hier ist die Maus. Brems doch mal, Digga, Alter. Wer denn? Ich denn? Wer will drin? Ist nur eingekuppelt oder nicht? Ich lass dich erstmal machen. Oder siehst du deinen Trailer nicht, weil meiner länger ist? Hast du auch einen Kranwagen? Ja. Ah, okay. Dann ist das ja auch gleich. War schon mal raus. Angekopselt. Jetzt hier rauskommen wieder. So einfach. Ich hab eine längere Schnauze schon mal, ne? Boah, Alter, das ist aber knapp im Spiegel gewesen gerade. Wo ist der andere? Wartet schon. Das ist ein langer Trailer, ja. Kannst losfahren, Jens. Ghost ist schon oben an der Straße. Ja, ich will. Okay. Bin doch schon auf dem Weg. Brauch bloß ein paar Sekunden länger wie du. Ich würde mal hier oben stehen sollen. Ups. Guck hier, Schatz. Oh, jetzt habe ich im Chat gescrollt aus Versehen. Schön, ne? Jetzt geht's nicht mehr. Egal. Mal fahren?
dann wasch du dir. Also machst du keine Unfälle. Ob nun Chris fährt oder deine Frau fährt, egal. Spielt keine Rolle. Im Gegenteil, no, ist vielleicht ob besser. Ob ich fahre oder meine Frau, spielt keine Rolle. Im Gegenteil, vielleicht fährst du sogar noch besser. Weil ich baue immer Unfälle. Kurz vor Ziel. So wie gestern, wie ich in der Büsche gefahren bin. Ist ja nichts dem Grund. Achtung, Bremsung. Nö. Nein, wenn ich blink, dann darf ich fahren. Ja, aber wenn ich blink, darf ich fahren. Der kriegt dann keine Strafe. Hat Ghost gesagt. Ja, auch bloß rechts rum. Und links rum war hier keine Rede. Ey. Wir haben Schwertransport hier oben. Ja, eben, ihr habt Blinklichter drauf. Oder zumindest einer. Nö, nee, bitte. Okay. So viel hat er gegessen. Wo ist du ganz vorbei, ne? Wenn du willst. Nö, nö. Du musst ja bloß lachen. Ich bleib dich hier hinten. Was hast denn du überhaupt geladen? Leere Paletten. Wieder leere Paletten drin, weißt du, er will wieder nicht so schwere Lasten ziehen. Da der sagen kann, kommt mal aus dem Knick. Ja, eben, hier. Weil er dann schneller ist mit seinem Leichtgewicht-Trailer da hinten dran. Ich sehe meinen Chat nicht mehr. Steht auch nicht weiter. Ich habe bei der Außenansicht weggescrollt, ne? Und dann scrollt der auf dem anderen Bildschirm meine YouTube in der Sport hier. Scrollt der nicht mehr runter. Das müssen wir ja mal wieder machen. Ja, ich will jetzt nicht anhalten und muss extra aus dem Spiel tappen dabei. Komm vom Spiel aus nicht auf dem anderen Bildschirm. Ja, ich will. Hier kann man leider kein randlos einstellen, dann wird kein Problem. Also warte ich, bis wir den nächsten Zwischenstopp an der Waage oder Tankstelle machen. Das Ghost hat ja den Stream auf, der kann ja sonst sagen, wenn er geschrieben hat. Genau. Wenn er so nett ist. Schauen wir mal. Ja, okay. Wie du bist. Hey. Die haben heute alle einen Clown gefrühstückt, glaube ich. Jo. Du nicht? Ja. Na gut, was denn los? Nix. Bist du weit hinten? Zieht nicht sein Volvo. Doch schon, aber ab und zu ist. Wieso, da im Navi steht 65, ich fahr 65. Ich auch. Ja, das sieht nur so schnell aus, weil ich hier gerade nicht auf dem Highway bin. Albuquerque, ich bin zu Hause. Wieso würde ich mir eigentlich mit hochnehmen wollte, wo von unten war wegen meinem Armbrot? Hoffe. Nein. Cappuccino habe ich noch da.
mache ich mir nachher später mal noch ein. Bevor ich nachher gehe. Okay. Dann müssen wir morgen mal uns den Weg gucken wegen Schrauben, ne? Erstmal die Kleiderschrankpeile rauspulen da hinten. Können wir den fix aufbauen. Hatte der eigentlich auch so eine scheiß Rückwand wie bei deiner Oma? Nee, ne? Okay. Ja, dann weiß ich, das dauert wieder einen halben Tag. Ja, Fernlichter machen, ich sehe nur Schmäh. Mach mal den Fernlichter mal kurz auf. Hab ich. Mach mal wieder an. Ah, ja. Siehst nix, ne? Unterschied? Nee, nicht wirklich. Nee, nee. Das siehst du bloß, wenn du mir entgegenkommst. Muss einer tanken? Nee. Keine Antwort. Nö. Okay, ob einer tanken muss. Du wolltest aber deinen Chat runterscrollen wieder. Nur wenn ich anhalten muss. Ich fahre deswegen nicht extra zur Tankstelle. Du kannst ruhig vorbeiziehen, Bruce. Nö, nö, ich schau mir das von hinten an. Hab ich immer der nimmt nämlich, der nimmt nämlich selber auf. Dass er auch alles drauf hat, wenn er irgendwo crasht wieder. Hab ich immer noch nicht extrem nix oder geht? Wahrscheinlich beim Speichern, ja. Okay. Ich muss Jens nachher noch mal ein Stück lauter stellen im Disco. Wie ist er wieder so leise bei mir? Ja, warte mal. So, besser? Au, oh, sein Mikro war gar nicht am Mund. Siehste? Nee. Fahren wir heute nur zu dritt? Hm. Mal meine schlimme Lippe ein bisschen, damit einen fetten gerade. Weiß ich doch schon, das war mit Absicht gerade. Okay. Dum do di do di do di do di do di. Mit diese Anhänger hinten dran kann ich wenigstens immer schummeligchen spielen. Weil damit kannst du nämlich nicht rückwärts fahren. Der hat einen Dolly dran und hinten ist noch ein Nachläufer. Ne, hier ist kein Nachläufer dran. Bei den Kranwagen nicht? Nö. Tatsache. Aber ein Dolly ist da dran. Also so Art Dolly ist der. Boah. Weg. Hätte fast geklappt mit dem Unfall, ja. Ich glaube, lass mal doch deine Frau an Steuer. Jens hat gerade gesagt, lass mal, ich glaube, lass mal lieber doch deine Frau am Steuer. Na hier, Schatz. Achso, Rossbus immer so ein bisschen gegenlenken hier, so immer nur ein bisschen antüpseln. Mal hier mit Joystick. Hier ist. Hier gebe ich Gas, hier bremse ich, hier blink ich. Blinken ist Luxus. Ja, blinken ist Luxus. Wir können uns ja hoch nach Turkey arbeiten, dann kann ich mir da die Garage kaufen, wenn es recht ist. Jetzt willst du nach Draki hoch. Gerade eben hat es da einen Schwertransport nach Draki gehabt, da wollte ich nicht hin. Ja, langsam hocharbeiten, habe ich gesagt. Von Station zu Station. Mein nix. Wir hätten ja auch langsam hochfahren können. Ja, kommt doch das Gleiche raus. Ja, mal ja, die ärgern mich, Schatzi. Hau die mal.
Los, schmeiß deinen alten raus aus dem Sessel und setz dich rein. Boah, das war frech. Das setz ich jetzt lieber nicht, sonst kommst du durch ein Mikro. Meinst du auch? Nö, glaube ich nicht. Hat er mich beleidigt? Nein, dich nicht. Er hat gesagt, schmeiß deinen alten raus im Sessel und setz dich rein. Nee. Doch. Das ist mein Chefsessel, sagt sie. Deiner. Okay. Dann erst recht. Ich halt mal kurz einfach hier an der Seite an. Leo. Dass ich mal hier den Chat hochscrollen kann. So, jetzt sehe ich ihn wieder. Okay, kann weitergehen. Ja. Medizinsteil gleich. Das sind die Papiere vom Amt heute, die habt ihr da hingelegt so lange. Eieieiei. Da wird schon wieder einer müde. Bloß der Sauerstoffmangel. Mach mal Fenster auf. Dann ist kalt, ne? Ich weiß. Wird kalt. Aber sonst geht's dir gut, hä? Mir geht's ganz gut, ja. Eigentlich super sogar. Da wird aber einer müde. Sauerstoffmangel. Nein, ich mach kein Fenster auf. Da machen Ofen aus. Nö. Gut. Der ist aber gerade dabei auszugehen. Die Flamme wird von Minute zu Minute immer ein Millimeter kleiner. Das reicht aber dennoch, sonst kann man ja nicht pennen, wenn es zu warm ist. Zieht mir den Pulli über und dann ist gut. Trinkt Cappuccino, dann geht's in Eier. Ich kann ja gern ein bisschen später. Schatz muss ja morgen erst ein bisschen. Also die hat morgen erst noch einen Termin. Mal gucken. Achso, Tempomat machen. Oh nein, ich muss raus. Oh nein, ich auch. Ich hab schon mal einmal angebremst. Oh nein, ich auch. Echt jetzt alle drei? Ja. Boah, ich hab meine Bremsstärken über die Hälfte hoch, ne? Der haut trotzdem noch richtig rein, Alter. Ey. Ja, meiner auch. Dauert das. Und dann, bis er wieder in die Gänge kommt. Oh. Ja, ich mach die mal kurz noch ein Stück höher. Wenn ich schon mal hier stehe. Stärke der Bremsen da. So. Muss ja auch ein bisschen besser bremsen können. 54 Tonnen Gesamtgewicht. Also Bremsen jetzt gut, ist gut. Jetzt sind die Bremsen gut. Ha? Meiner bremst hoch, super. Aber bis der dann in den Gang kommt, oh, das dauert wieder ewig. Ja. Global Ghost ist fertig. Ja, ich fahr schon. Woran hat man das jetzt erkannt? Na, du kamst immer dichter jetzt wieder mit deinem Punkt auf dem Navi. Okay. Und da habe ich mir so gedacht, da wird der Ghost auch schon fertig sein.
ich hab jetzt bremst er ein bisschen besser. Dauernd geblinkt. Hier. Sieht man gar nicht. Ja doch, jetzt sieht man. Ja, weil durch die Runde um Licht noch. Aber ein bisschen sieht man es ja. Stefan Brumin. Ebenso. Froschmalz ab. Hat der wohl gesagt, so? Geschrieben hat er. Achso, gute Fahrt zusammen. Der ist doch schon weg. Ich weiß. Achso. Ey, hier hinter mir, weise hin. Sag mal nicht, du fetzt. Bist du vom Kollegen Schwein? Sie fahren dir hinterher. Dann fahrt ihr. Euer Damn. Wir sind dein Stalker. Blödes kann nicht mehr abhängen, weil meiner langsamer ist. Ja. Ja, Nusa, gut, du steckst mir hier voll an, ey. Es hat er eindeutig von der Mutti. Was? Er meinte bestimmt gerade seine Frau. Ja, aber im Hintergrund, seine Frau hat geschrien, was? Ach so, das habe ich nicht verstanden. Ich habe ihr zwar gehört, aber nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ah, mein Kleiner, der dreht durch. Hat Günther eigentlich letztens gestern was gesagt, wann er wieder mit Zock mit fährt? Nee, ne? Heute? Heute oder morgen? Je nachdem. So. Also, morgen wahrscheinlich eher. Nein, jetzt wäre er bestimmt schon hier. Ja, hat er nicht irgendwas vom Mittwoch gesagt? Ja, heute oder morgen. Also morgen ganz sicher, heute vielleicht. Brauchst nichts mehr reinschmeißen im Ofen. Na, stimmt. Schatz. Ja, doch. Sonst wieder bloß so warm unter der Decke. Ach du, dann sind wir eben zu dritt. Wer kommt, der kommt. Wer nicht, der nicht. Genau. So direkt. Macht doch so Spaß, oder? Eben. Ach, ich weiß, was ist denn los? Warum ist denn so langsam? Wer ist langsam? Muss der 65. Ich hab jetzt extra Gas wegnehmen müssen wegen dir. Ja, wahrscheinlich wieder sein Autopilot ausgegangen. Der ist an. Ich hab meinen Finger weit weg von Bremsen. Okay. Vielleicht bin ich aber mal darauf gekommen oder so. Dann muss ich mich wiederholen. Kauf dir einen richtigen LKW. Im Gegensatz zu euch habe ich einen richtigen LKW. Erwartet mal ab. Ich hoffe ja, damit sie hier irgendwann mal den schönen Schnauze von Scania reinpatchen. Dann habe ich einen richtigen LKW. Ja, dann habe ich glaube ich auch einen vernünftigen LKW. Eben. Weil dann würde ich mir den auch holen wollen. Tun. Nee. Den darf nur das Schiff fahren. Ach nee, das wäre ja der Norbi. Wer will schon? Norbi?
Den darf dann nur der Chef fahren, ob das wäre dann aber Norbi, hab ich gedacht. Vielleicht frage ich da noch jemand, wenn der drin ist, ist er drinne. Oh, Norbi hat einen Amerika-Truck gestartet. Ja, ich. Gleich kommt er, pass auf. Ne, da hat zwischendurch auch schon mal ein oder zwei Mal gestartet. Ach so. Ja, aber das war doch ETS, wo er gestartet hat. Ja, nee, ich hab gedacht, der wollte ProMods vielleicht ein bisschen streamen. Der streamt ja noch nicht. Nö. Nee, davor hat er nämlich Abi. Also gut, vielleicht hat er da. Ey, hinter mir fährt einer mit Fernlicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Weil meine Kabine wurde auf einmal heller. Und so dicht bist du eigentlich gar nicht dran. 68 Meter. Jetzt fahre ich mit Fernlicht. Okay, kein Unterschied zu sehen. Aus? An. Aus. Ich sehe nicht wirklich einen Unterschied. Ganz minimal. Mach mal meinen kurz aus und dann mach mal nochmal. Nee, auch nicht viel anders. Komisch, ne? Ja, irgendwie synchronisiert er das nicht. Nee. Auf der anderen Seite aber gut. Irgendwie. Ja. Auf jeden Fall. Und die Lichtlupe? Ja, die sehe ich besser als ein Fernlicht. Sogar wenn ich Fernlicht anhab, sehe ich die richtig gut, dass du die machst. Kann ich dich ja jetzt ärgern, wa? Stört mich ja nicht. Nee, du nicht. Muss ich bloß ab und zu mal einen Knopf drücken. Hab ich keine Lust zu. Oh, hier raus. Oh, jetzt krieg ich meine Medizin. Mr. Timmy 1987 war. Wie weit haben wir denn überhaupt noch? 126 Meilen. Okay. Mehr nicht. Ich fahr schon 69, cool. Aber der rollt bloß noch, der beschleunigt nicht mehr. Was 69, das sind dann 108 Kammer. Okay. Oh, dreht der König wieder durch. Ich bremse. Ja, ich auch. Kurz. Kusti, alles klar? Ja. Ach, du bist ja weit genug weg, da geht's. Ja, eben. Der hat sich auch schon gemeldet, wenn's knallt. Na gut, Kusti zieht dann rüber, das geht auch noch. Ich habe ja da Übung drin. Eben, durch Amira, ne? Genau.
Ja, die Bremsen, wenn er ruppt, also bei mir jedenfalls, ja, der bremst wirklich super. Hätte ich nicht gedacht. Und manchmal, da denke ich, oh, drückst drin und dann auch steht gleich. Puff. Das ist bei ETS so. Ja, auch hier bei denen hier, also. Der kommt gut. Falle in der Eisen. Ding. Ich seh dich. Ja. Du bist ganz schön dicht hinter mir. Wer, ich? So. Ja, wenn ich Autospeicherung krieg, kann passieren, dass der mir hinten drin rauscht. Nö, geht das nicht. Das wollen wir ja beide nicht. Bis jetzt, toi, du hast nicht so große Lex oder so. Tu dir denn jetzt ab, wegen die komische Stadt hier, die 10 Kilometer weiter weg ist? Das stimmt. Boah, oi, Alter. Ich brauche hier wieder beide Spuren. Du, jo. Ja, vor der nächsten Tour muss ich erst mal tanken. Ein Viertel habe ich noch. Oh ja. Also wenn man da die 40 Meilen schaffe ich, oder? Wenn da mal eine Tankstelle kommt, ja. Bin ich dafür. Schaffst du das noch bis rein oder auch wenn vorher eine kommt, da drum? Nö, ich hab noch nicht Sicherheit. Okay. Gut, dass du sehen, dass du Lichthupe gemacht hast. Hm? Oh, ich rede gerade mit Ghost. Ach so. Warum auch mit mir? Was? Wer? Wo? Wie? Wen? Hast du gerade mit Lichthupe rumgespielt? Nö, ich bin nur neben raus. Ich dachte, du hattest Lichthupe gemacht. Nein. Sah irgendwas so aus. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade rausgezogen habe. Oh, ich sehe schon meine Abladestelle. Geil. Echo. Kann man hier einfach mal links rüber? Abkürzen? Kannst du rüberhüpfen hier über eine Brandung. Ah, jetzt macht es darum, der Kleine. Oh, Chris! Ich stehe! Aber ich komme näher. Irgendwas passiert da hinten? Nö, nö. Dann hätte er schon Aua gesagt. Hier ist ein bisschen was los. Wieso kommt da jemand von der Seite? Nö. Mein, weil hier sind ein paar Leute. Hm.
Hier hat eine Tankstelle auf meiner Seite. Also. Ja, auf der anderen Seite ist die, ja. Ja. Okay. So. Toll, muss mal seinen Trailer da hinten wegnehmen. Ich muss da rein. Ah, hier ist ein Oculus und kann einfach fahren. Hoffe ich mal. Jop, sein Trailer ist weg, alles klar. Geschafft. Okay. Geschafft. War ja auch einfach eigentlich. Also nicht den Trailer mal ja besser hinstellen. Ach, bald bin ich Level 29 noch. Ein paar Touren. Wie warst du noch? Hab jetzt nicht drauf geachtet, muss ich mal meinen Stream gucken. Oh, Pauli macht doch wieder Far Cry 3 nochmal weiter. Viertel habe ich noch, also beim Dreiviertel bin ich jetzt. Jetzt muss ich erstmal zur Tankstelle mit rüberfahren. Juhu, Level 24. Level was? Level 24. Siehst du, läuft doch. Der Nobby spielt Ami. Nichts passiert. So, zum Stelle war auf der anderen Seite, ne? Hm. Hat er einen guten Tag, ja. So, mal den Rundumleuchten ausmachen. Tasten noch nicht geändert mit Tempomat und Hupe. Okay. Hab's gerade wieder verwechselt. Oh, gerade grün geworden, sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Motorbremse belegt habe. Keine Ahnung. Müsste ich mal suchen. Brauch bloß meinen Joystick, mit dem wir gleich nach unten drücken, dann ist meine Bremse auch irgendwie stärker als sonst. Wenn man Notbremse muss, mache ich das beides, dann stehe ich eigentlich ganz gut. Oh. Der Norbi, wo seid ihr? Wo sind wir jetzt an der Tankstelle. Mensch, in welche Stadt? Norbi hat nämlich gefragt, wo wir sind. Warte, ich guck. Ja, sonst hätte ich auch gleich gedacht, du stehst schon an der Tankstelle, ne? In Phoenix. Ja. In Phoenix sind wir, Norbi. Phoenix, wie hat auch immer ausgesprochen. Phoenix. Ich sag immer Phoenix dazu. Ja. Ich glaube, das heißt richtig Phoenix, ne? Oder gibt es noch einen anderen, der so heißt? Normal Phoenix. Also weil im Fernsehen sagen sie, glaube ich, auch immer Phoenix dazu. Ja. Ah, tanken. Guck mal, ich hab bloß 4% Schaden bis jetzt von 2 Touren. Von was denn 4% Schaden? Ich bin irgendwo gegen gefahren. Oder Reifen. Von Bremsen, ja, und so, ne? Reifenabnutzung. Naja, von Bremsen und so ist das denn und Gas geben und alles. Kein Problem, Norbi. Gerne. Dann warten wir hier auf dich. Park ich mal hier ein. Aber ich weiß, ich fahr mal Werkstatt. Oh, ich warte noch mit Werkstatt. Denk da dran, nicht auf dem Behindertenparkplatz stehen, ne?
Den nehmen wir mit in die Werkstatt. Ich nö. Okay. Bloß Tankstelle. Kann ich noch ein Stück? Ja. Ja. Mach ich dann noch einen Bürgersteig? Kann ich dann noch beide Hinterräder rauf machen? Steck besser in der Lücke. Siehste. Boah. Hier in der Werkstatt geht's ja ab. Boah, ich hab 400.000 schon zusammen. Ja. Wieso? Da stehen bestimmt ein paar Leute rum, wa? Ja. Yep. Fahrt ihr, ich komme. Ja, ja, Norbi. Das ist eine kleine Pause. Aber nur klein. Aber ganz klein. Ganz klein. Wieso kam ja keine Benachrichtigung? Achso. Von was? YouTube. Aber nicht von dir. Ne, ist zur Zeit auch so, wenn irgendein Stream startet, den ich abonniert habe und die Glocke. Ich habe ja überall, ich mache überall die Glocke. Ich auch mal, also wenn ich abonniere. Irgendwie, keine Ahnung. Aber ich da öfter reingucke in YouTube, verpasse ich eh nichts. Hm. Ne, der in dem Kanal, wo ich ab und zu mal bin, der hallo schon ewig nicht mehr macht. Warum auch immer? Privat verhindert. Ja, möglich. Ja gut, jetzt im Moment sowieso nicht, weil ich bin mehr hier. Der guckt den dann auch nicht mehr an. Großartig. Wo wollen wir denn überhaupt jetzt hin? Naja, es ist ein bisschen. Was? Meine Freunde. Oh, ich hätte einen Kranwagen nach Dallas. Alles. Kranwagen nach Dallas. Ah, siehst du, ich fahr mal hier kurz wegen die Fragezeichen. Oh, Mann. Dann hab ich die hier nämlich auch schon. Einmal Sozialagentur. Ach, wie heißt das? Arbeitsagentur. Okay. Ja, schöne Scheiße, ne? Sozialagentur. Naja, okay. Mal was Neues. Mal was Neues, ja, und gucken, was das für ein Händler hier ist. So viel gibt es ja eh nicht zur Auswahl hier. Na, wie viele Händler gibt es denn insgesamt? Drei, oder? Ja, Volvo, Peterbilt und Kennwort. Gut, Alter. So, das hier vorne ist die Sozialagentur. Das überhaupt. Ach, da ganz oben an der Küste. Mhm. Okay. Ja, bei der Werkstatt ist der Händler hier. Oh, falsche Einfahrt. Was ist hier los? Alles hier, Firma hier. Ja. Yep. Okay. Kennworthändler, siehst du. Bin ja richtig mit meinem LKW hier.
die Schüssel verbuchen. Hey, hallo? Kein Geld der Welt, Mann. Ist da noch ein Platz frei am Parkplatz, oder? Jo. Ich steck sogar gut. Blau-Weiß ist denn ihre Firma? Okay. Dies ist ein Rastplatz, aber du bist im Augenblick nicht müde. Ja. Wo bist denn du eigentlich, Ghost? Hier an der Tankstelle. Achso. Wo ich stehe. Tschüss. Guck mal, ein Tap. Kartoffel? Ja, das ist ein Attacke. Hoffe ich ja nicht, Barba. Kartoffel heißt er hier. Kartoffel 06. Auch nicht schlecht. Oh, was ein anderer LKW. Das hast du aber früh gemerkt. Ja. Okay. Die haben mich verarscht an der Werkstatt. Na, sowas aber auch. Die haben mir den hier gegeben. Hm. Ah, die Felgen sehen gut aus. So. Andi, was? Na, jetzt hat er dich auch im Ordentlichen geholt. Geht doch, Mann, geht doch. Und vor allem, guck mal, merkst du was, Jens? Mhm. Was, hey, meine Lackierung. Was hinten drauf steht? Ja. Ja. Kennwort lädt, ne, das ist ja Kennwort lädt schon. Die Zwillinge sind wieder hier. Die Zwillinge? Warte mal. Welche Zwillinge? Ja, hier. Ach so, ja. Hast du dein Haupt auch ein bisschen rot gemacht? Ja. Mein LKW ist rot. So, hallo Sepp. Na dann, die lieben Damen. Hallo. Ja, ich hab auch rot und das andere hab ich schwarz gemacht bei der Lackierung. Also bei der Tattoo. Nee, ich habe hier meine normale Lackierung so rot mit einem lila Stich drin. Ja, kann sein, bloß zwei ändern, ne? Das sind zwar drei Felder, aber bei der dritte Feld siehst du das nicht. Doch, du siehst das schon, aber unterm anderen ja, Linkwinkel. Ja, siehst du an den Kanten so dieses Glitzern. Nee, ich bin hier, die Licht, wenn jetzt Licht so bei mir das Licht drauf scheint, ich habe noch so einen Grünschimmer drin. Jetzt sieht man bei mir den Grünschimmer, dafür aber das Lila nicht mehr. Ach so, okay. Ich glaube, ich ziehe gerade den nächsten Zug, den es gibt, Alter.